Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Replay, beziehungsweise wir schauen uns heute wieder zwei Replays an, beide in den neuen Werftschiff Dyson. Klingt ein bisschen wie der Staubsauger, ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, korrigiert mich dann gerne in den Kommentaren. Ich hab's nicht so mit Aussprache, wie man manchmal bemerken kann. Ja, hier unser Hindenburg schießt schon auf unser U-Boot, funny, ja, finde ich gut. Keiner mag U-Boote. Aber ganz ehrlich, ich frage mich bei sowas immer, warum man das macht. Anscheinend finden das Leute furchtbar witzig. Aber egal, wir sprechen heute über dieses Werftschiff. Und ich tue mich da tatsächlich mit einer Bewertung relativ schwer. Weil dieses Schiff ist Durchschnitt, würde ich sagen. Es ist ein absolut durchschnittliches Schiff auf Tier 9. Wir haben 410 mm Kanonen. Das ist okay auf T9. Ist zwar heute nicht mehr wahnsinnig viel, aber es reicht komplett auf T9. Wir haben sehr genaue Geschütze. Und das war jetzt hier auch tatsächlich mein erstes Gefecht mit dem Schiff. Insgesamt habe ich, glaube ich, 5, 6 Matches jetzt mit ihr gespielt. Und dadurch, dass die Kanonen sehr genau sind, habe ich tatsächlich echt Schwierigkeiten damit zu treffen. Klingt verrückt. Aber manchmal ist halt ein bisschen mehr Streuung für einen Sturmtruppler-Aim, wie ich das habe, einfach vorteilhafter. Dazu kommt, dass wir halt sehr wenig Geschosse in der Luft haben. Wir haben hier nur 4 Zwillingstürme. Und ja, dadurch haben wir halt nicht diese Geschossmasse. Was aber okay ist bei so genauen Geschützen. Ein weiteres Ding ist, wir haben hier tatsächlich sehr viele Secondary-Geschütze und hier seht ihr gerade die Runen, ein Doppelzieher. Normalerweise nehmen wir die deutschen Kreuzer nicht so gerne Zitadellen mit, aber wenn die halt rausdrehen oder reindrehen, dann kommt da tatsächlich mal eine Zitadelle rein. Was soll ich sagen? Genau, wir haben sehr viele Secondary-Geschütze auf dem Schiff. Ich glaube 26, 27 Geschütze insgesamt. Einmal 140 mm und ich glaube 107 mm. Und das verleitet tatsächlich, ich habe es im Forum gelesen, ich habe es auf ein paar Discord-Server, zumindest habe ich da Fragen gesehen, ob man die Dyson auf Secondary spielen kann. Weil wir haben auch Torpedos, wir haben 10 Kilometer Torpedos, die tatsächlich einen ganz guten Schaden machen. Die haben auch einen ganz guten Winkel, finde ich. Und die Antwort ist hier natürlich nein. Wir können die Dyson nicht auf Secondary skillen. Wir haben zwar viele Geschütze, die auch relativ viel Schaden machen, was den, zumindest den theoretischen Schaden angeht. Aber wir haben halt einfach nicht genug Pennen auf den Geschützen. Wir kommen selbst mit IFAE nicht auf die 30 mm. Oh, wir verlieren hier schon beide DDs und das Game ist keine 4 Minuten alt. Ja, Klassiker halt. Also ihr könnt die Dyson in der Regel nicht auf Secondary skillen, weil macht keinen Sinn. Ihr macht halt nicht den Pennschaden. Ihr macht ganz gut Brandschaden. Das ist tatsächlich ganz nice, auch gegen Zerstörer, die in euch reinfahren und dann in der Secondary Range drin sind, kriegen ganz schön viel Schaden, aber dafür braucht er halt eigentlich keine Skillung. Generell, das gesamte Schiff ist sehr weich. Wir haben auf dem Deck, meine ich, 32 mm. Wir haben generell keine sehr gute Panzerung. Wir haben eine Zitadelle, die ja, durch das gesamte Schiff geht. Und ihr wollt damit nicht wirklich in den Nahkampf. Generell dieses Schiff, und das ist so diese Problematik, die ich mit diesem Schiff habe. Ich weiß nicht, wer dieses Schiff zusammengebaut hat. Ich glaube, Arktika hat gesagt, dieses Schiff scheint von einer KI zusammengebaut worden zu sein, der man einfach bestimmte Punkte gegeben hat und die kann sie in verschiedene Bereiche reinstecken. Und so scheint es wirklich. Also es passt bei diesem Schiff sehr wenig zusammen. Und oh, wir haben hier ein U-Boot genau vor der Nase. Nicht super. Okay. Ja, wir haben jetzt hier Spaß mit U-Booten. Ich habe hier tatsächlich auch einen Fehler gemacht. Ich bin jetzt zu weit reingefahren. Wir haben hier eine Runenkiten, wir haben eine Hindenburgkiten. Das sind Schiffe, da wollt ihr nicht hinterherfahren. Line ist Gott sei Dank weggefahren und wir haben jetzt hier das U-Boot. Aber um diesen Gedanken jetzt zu Ende zu bringen, es passt halt sehr vieles in dieses Schiff nicht rein. Wir haben tatsächlich auch in der Zitadelle, die hat eine, ja, keine richtige Turtleback-Panzerung, aber die ist an der Seite gewinkelt. Aber anstatt dass das halt komplett durchs Schiff geht, hört die Winkelung in der Mitte auf. Das heißt, wir haben vorne einen relativ guten Zitadellenschutz, aber hinten, ja, kann man uns trotzdem die Zitadelle reinschießen. Warum das gemacht worden ist, keine Ahnung.
Hier mache ich jetzt einen Fehler. Ich drehe jetzt nach rechts ein und nehme jetzt dafür die Torpedos mit. Ja. Könnt jetzt hier vielleicht argumentieren, ja, hätte ich auch Secondary geskillt, hätte ich das U-Boot rausgenommen. Ja, nicht wirklich. Ich hätte auch einfach in die richtige Richtung drehen können, dann hätte ich die Torpedos nicht mitgenommen und die Secondary hätte das U-Boot wenig später rausgenommen. Also es war jetzt kein wahnsinnig gutes Beispiel dafür, dass Secondary gut gegen U-Boote sind. Also sie sind gut gegen U-Boote, dadurch, dass sie halt die überall pennen. Aber die Secondary-Skillung hätte mir jetzt hier nichts gebracht, um den Schaden zu vermeiden. Das wollte ich sagen. Ich sag's nur, weil das tatsächlich in dem Secondary-Video kam dieses Thema auf, dass viele Leute die Secondary-Skillen, um U-Boote vor allem zu bekämpfen. Weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, nur gegen eine Klasse so viele Punkte zu investieren. Aber klar, müsst ihr natürlich selbst wissen. Ich habe jetzt hier jede Menge Schaden genommen, einfach weil ich hier den Schiffen hinterhergefahren bin. Das Gute ist, die Montana kommt jetzt hier auch rein und die sieht noch relativ gut aus. Hat noch sehr viel HP. Ich habe überhaupt kein HP mehr. Wir haben generell auch eine Heilung weniger. Es ist auch wieder so ein Ding. Warum hat man sich dazu entschieden, der Dyson eine Heilung weniger zu geben? Also wir haben insgesamt nur 4 Heilungen mit Inspekteuren. Das ist nicht gut. Wir haben generell hier ein, das habt ihr, und das sieht man auf dem ersten Blick, ein sehr großes Schiff. Beziehungsweise ein sehr langes Schiff. Wir haben einen wahnsinnig großen Wenderadius, ich glaube von 1,1 Kilometer oder so, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ich glaube, es ist der höchste Wenderadius im Spiel. Selbst die Incomp hat nicht einen so hohen Radius. Bin ich mir gerade unsicher, wer da mehr Zeit braucht zum Wenden. Und unsere Stärke ist eigentlich schlachtkreuzertypisch unsere Geschwindigkeit. Und die ist tatsächlich sehr gut, muss man sagen. Wir kommen über 30 Knoten und wir haben halt keinen Motorboost oder irgendwas. Also wir können sehr schnell auf den Flanken spielen. Was hier so ein bisschen entgegenspricht, ist halt unser Tarnwert. Unser Tarnwert ist echt nicht gut. Und selbst mit Doppelconcealment, was ich definitiv skillen würde auf der Dyson, ja, schwierig. Ich habe jetzt hier meinen Yamato-Kapitän draufgepackt. Wahrscheinlich könnte man hier sagen, man nimmt die Turmdrehrate weg und nimmt dafür Brisk mit. Na, ich weiß nicht. Also ich bin von diesem Schiff nicht so wahnsinnig überzeugt. Ich finde halt einfach diese Zusammenstellung unterschiedlicher Teile im Schiff nicht wirklich sinnig. Ich habe auch vorhin über das Kaliber, also ich habe das Kaliber gelobt, ja. Aber es kommen jetzt irgendwann die japanischen Schlachtkreuzer in den Forschungsbaum, die halt ein größeres Kaliber haben werden. Und wir haben jetzt hier ein Premium-Schiff bekommen, was wieder 410 mm hat, was gut ist. Also versteht mich da nicht falsch. Ich bin kein Freund davon, dass immer mehr Schiffe reinkommen, die 32 mm overmatchen können. Wir haben hier wirklich ein gutes Kaliber mit 410 mm. Aber wenn halt ein Schiff kommt, was 32 mm Overmatch hat, was im Forschungsbaum sein wird, warum sollten wir das nicht spielen? Warum sollten wir dann noch die Dyson spielen? Hier drehe ich halt wieder ungünstig in die Salve rein. Auch haben wir hier wieder... Und die 10 Kilometer Torpedos sind nicht schlecht. Aber eine Iwami, die ist ein wesentlich besseres Schiff overall, hat halt einfach mal 20 Kilometer Torpedos. Wir haben jetzt kurz die Winkel gesehen und sind halt in Ordnung. Zumal dieses Schiff halt auch nicht in den Nahkampf möchte. Aber wir haben halt sehr viele Secondary-Kanonen bekommen. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Also es passt hier sehr wenig in dieses Schiff. Die Reichweite ist auch nicht so wahnsinnig gut. Wir haben jetzt hier, ich habe gerade den Aufklärungsflieger gestartet. Das heißt, wir haben jetzt hier 24-7 und ihr wollt diese Reichweite tatsächlich auch haben, weil ihr habt halt eigentlich diese genauen Kanonen. Man könnte überlegen, ob man die nicht komplett auf, wie heißt es, auf Reichweite geht im letzten Modul. Beziehungsweise sind die Verbesserungen. Und also ich spiele es hier auf Reload, weil ich halt diesen Aufklärungsflieger habe. Wie gesagt, ich finde, es ist ein sehr schwieriges Schiff. Ich weiß nicht so, was ich davon halten soll. Jetzt haben wir hier auch 2 Zerstörer vor der Nase. Ich wollte eigentlich hier erst die Z52 rauskriegen.
Aber werde jetzt hier versuchen, die Luoyang rauszunehmen. Und das wird jetzt hier tatsächlich richtig peinlich. Okay, da kann man sagen, die Streuung hat da reingekickt. Ja, ich treffe diesen Zerstörer nicht. Es wird jetzt noch ein paar Mal passieren. Sehr ärgerlich. Und ihr seid einfach darauf angewiesen, dadurch, dass ihr halt so wenig Geschosse in der Luft habt, dass ihr halt gut trefft. Und ich bin nicht der Beste im Ziel. Das ist halt der Grund, warum ich keine Kreuzer spiele. Ihr schießt halt einfach so viele Granaten ab, dass es egal ist, wie oft ihr daneben schießt, weil ihr einfach so viele Granaten in der Luft habt, dass ihr irgendwann trefft. Problem gelöst. Ja, generell, das Match sieht eigentlich ganz gut jetzt aus. Das hat sich jetzt ein bisschen gedreht. Wir sind von den Punkten nah zusammen, wir sind von den Schiffen nah zusammen. Aber hier unsere Hindenburg wird rausgehen. Und das verstehe ich nicht, warum die Luoyang jetzt auf die Hindenburg schießt, weil wenn ich jetzt hier mal ein gutes Aim hätte, würde der rausgehen. Ja, habe ich aber nicht. So, uns nochmal, aber dann geht er jetzt bitte mal raus. Ja, danke. Das Gute ist, dass unsere Montana halt noch relativ gut dabei war. Takahashi ist auch noch da. Aber hier die Hindenburg. Die Z52 schießt jetzt auch auf die Hindenburg. Okay, er hat sie rausgekriegt. Okay, aber er ist halt jetzt offen. Er ist jetzt offen gegen eine Takahashi und ja, gegenüber mir. Egal. Diesmal treffen wir sogar. Hier, Shells. Passt. Ja, grundsätzlich muss man aber auch sagen, die Werftschiffe waren nie so der Überflieger oder waren nie die Überflieger. Es gibt ein paar sehr gute Werftschiffe, Puerto Rico fällt mir da ein, ZF6 ist auch ein sehr gutes Schiff. Es ärgert mich immer noch, dass ich die nicht bekommen habe. Und dann haben wir halt aber sehr viele durchschnittliche Schiffe, wie zum Beispiel eine Odin, eine Atlantico. Was hatten wir noch gehabt? Hier diesen amerikanischen Kreuzer, die Anchorage, hieß die Anchorage, die jetzt sogar einen sehr guten Buff bekommen. Das sind halt alles durchschnittliche Schiffe, die man halt spielen kann, die okay sind. Wir haben natürlich auch ein paar eher schlechtere Schiffe bekommen, wie zum Beispiel hier der Brite, die Marlboro. Obwohl ich zumindest einen Spieler kenne, der die irgendwie mag. Aber die Marlboro ist halt overall nicht unbedingt das beste Schiff, zumal es halt auch da ein besseres Forschungsbaumschiff gibt. Aber jetzt mit den letzten zwei Werfschiffen, keine Ahnung, also die, wie hieß die, die Schröder, ist ein spaßiges Schiff. Es ist ein Secondary-Kreuzer, der aber auch wieder irgendwie so zusammengeschustert wirkt. Sie hat keine Torpedos bekommen, die man eigentlich im Nahkampf gern haben möchte. Der hat vor allem, was ein viel größeres Problem ist, dass die Deckpanzerung nicht ausreichend ist, um wahnsinnig was zu tanken. Und so haben wir halt eine, also mit der Schröder, eine schlechtere Eger bekommen oder eine schlechtere Siegfried. Die halt aber eigentlich dieses Gimmick hat, Secondary. Verstehe ich immer nicht, warum man so die Schiffe zusammenschustert. Es scheint immer, und das ist jetzt tatsächlich eine sehr entfernte Vermutung von mir, dass man hier Schiffe baut, um irgendwas zu testen. Und weiß, dass diese Schiffe nicht wirklich gut ankommen, wenn man sie jetzt in den Premium-Laden packen würde. Und man packt sie stattdessen in die Werft rein. Weil viele dieser Schiffe, und da würde ich jetzt tatsächlich die Dyson auch mit hinzuzählen, sind einfach nicht wirklich durchdacht. Also da ist kein Konzept hinter, obwohl natürlich auch hier eine Tiger, was ist das, Tiger 59, irgendwie in den Premium-Laden reingekommen ist, wo keiner so genau weiß, warum. Ja, Smolensk-Breitzeit hat natürlich immer sehr schwer zu bestrafen, aber er tritt jetzt da ein, sodass wir jetzt da vielleicht mal eine ganz gute Seil drauf kriegen. Ja, wir nehmen ihn raus. Vernichtender Schlag, perfekt. Jo, dann sind wir jetzt hier in der Endauswertung. Wir wollen uns hier aber gar nicht so lange aufhalten. Ich bin ja generell nicht so weit, so viel auf das Gefecht eingegangen und habe ja ein bisschen was zum Schiff erzählt, was ich davon halte. Im zweiten Replay werde ich ein bisschen mehr darauf eingehen. Insgesamt haben wir es aber noch geschafft, 92.000 Schaden zu machen.
Vor allem durch die Simulenz, den Deathstrike, der war sehr nice. Wir haben 3 Schiffe rausgenommen. Im Scoreboard haben wir es tatsächlich auf Platz 1 geschafft. Okay, merkwürdig. Hätte ich nicht gedacht. Aber wir gehen hier mal auf die Titan-Sicht. Und Luoyang, ey, das war so ärgerlich, dass ich den nicht getroffen habe. Ja, aber so ist es manchmal. Wir haben die Z-52 auch rausgekriegt. Es war wichtig, dass wir da zurückgefahren sind, um die Zerstörer rauszukriegen. Ruhen halt die Doppelzitadelle, ein bisschen Schaden auf die Hindenburg. U-Boot mit 9000. Und das war halt ein großer, glaube ich, Secondary-Schaden, beziehungsweise doch eine Wasserbombe haben wir auch getroffen. Und Secondary hat insgesamt 4000 Schaden gemacht. Auch nicht so wahnsinnig viel. Obwohl sie halt relativ oft geschossen hat. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen ins zweite Match. Wir behalten uns jetzt hier gar nicht länger auf. Bis gleich dann. So, dann sind wir jetzt hier im zweiten Match. Und wie schon gesagt, wir werden jetzt hier, oder ich werde jetzt hier ein wenig mehr auf das Match selbst eingehen. Wir sind diesmal auch Top-Tier. Das ist natürlich ein perfektes Szenario für uns. Im ersten Match waren wir ja mit Tier. Und hier haben wir einige Siebener und gerade eine King George als T7-Schlachtschiff wird Riesenprobleme haben, sich gegen die 410er anzuwinkeln. Einfach weil wir da halt eigentlich immer Schaden machen. Ja, hier die Hawk war das, glaube ich, hat anscheinend nicht verstanden, wie man zählt, weil er kritisiert mich hier anscheinend dafür, dass ich jetzt hier auf die C-Flanke fahre. Aber vielleicht halt generell mal auch für viele Spieler, die jetzt neu mit dem Spiel angefangen haben, guckt immer, dass ihr am Anfang euch anschaut, wo welche Schiffe stehen. Und wir sehen hier, die Missouri ist allein auf der C-Flanke. Also macht es natürlich Sinn, dass ich aus der Mitte rüber nach C fahre. Genauso die Hawk müsste gucken, okay, hier Charnos ist ein T7-Schlachtschiff, ist auch allein. Ich fahre rüber nach A. Was jetzt noch wichtig ist, dass ihr halt auch ungefähr wisst, was eure Schiffe können. Also eine Charnos, wir sehen das, hier geht die Tirpitz auf A auf. Muss aufpassen, dass er als Low-Tier halt dann natürlich nicht mega aggressiv spielt. Was jetzt halt aber hier die Hawk macht, ist hier in die Mitte rein pushen. Okay. Kann man machen, würde ich aber tatsächlich als Hawk nicht machen. Man hat einfach nicht die Panzerung. Und auch gerade als Hawk im Tier 9 Match, wir haben da die Iwami schon gesehen. Die ist gerade aufgegangen. Ja, da will man nicht unbedingt reinfahren. Gerade auch wegen den 20 Kilometer Torpedos. Oh, hier Belfast geht auf. Ist natürlich ein sehr wichtiges Ziel für uns. Ist ein Radarkreuzer auf T7. Auch mit Nebel. Okay, eine Zita. Halbes Schiff verloren. Ja, die Missouri nimmt sie komplett raus. Okay. Das war sehr wichtig. Jetzt ist die Krom, einer der neuen europäischen Zerstörer, kann jetzt in Ruhe das Cap nehmen. Sie hat als Gegner die Benson, aber die Benson war auf der A-Seite. Dadurch hat sie jetzt hier eigentlich keinen Gegner mehr, weil die Skane ist gun-technisch da unterlegen. Ja, war da jetzt nicht so gut geschossen auf die Runen. Schön ist, dass hier die King George reinkommt. Wir haben jetzt hier die gegnerische Dyson. Das bedeutet eigentlich, dass die Missouri und ich auch hier ein bisschen aggressiver spielen können. Und vielleicht schauen, dass wir da die Flanke halt aufrollen. Mein erster Plan war tatsächlich, dass ich mich hier zwischen B und C aufstelle und gucke, dass ich dann hier drauf Kreuzfeuer habe oder hier oben drauf schießen kann. Habe mich jetzt aber dagegen entschieden. Ich nutze jetzt einfach hier die Geschwindigkeit der Dyson und fahre halt jetzt auf diese Flanke drauf und dann da halt in den Push zu gehen. Weil wir sind hier genug Schiffe. Wir wissen, wo die Tirpitz steht. Wir wissen, wo die Iwami steht. Das sind so die einzigen zwei Schiffe, wo ich jetzt nicht unbedingt reinfahren möchte. Die Ruhn ist da ja auch gerade auf der B-Linie. Ist eigentlich sehr gut. Die King George fährt auch schon wieder raus. Und wir haben hier noch eine Schröder. Die steht tatsächlich sehr gut. Das ist halt genau diese Position, die ich überlegt habe anzufahren. Aber die Schröder kann das ja auch machen. Der hat ja auch ein relativ gutes Kaliber. Ich glaube 305 mm oder hat die 310 mm? Ich meine 305 hat die Eger-Kanonen, nur mit weniger Pen. Hier wird noch irgendwo der Zerstörer sein. Ich werde auch nämlich noch gespottet. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, weil es ist halt eine Skane. Und eine Skane hat Torpedos, die nicht wirklich wehtun. Missouri hat ein Radar. Ist ein bisschen ungünstig. Ja, kommen sie. Oh, wir haben sogar die Skane jetzt gerade aufgedeckt. Nice.
dass die Missouri da im Rückwärtsgang ist. Der müsste nicht da mit reinfahren. Und diese ist noch da. Ja. Wir müssen jetzt doch ein bisschen aufpassen. Und vor allem müssen wir jetzt aufpassen, weil die Schröder jetzt in die Mitte zieht. Das heißt, wir haben jetzt hier, sind jetzt hier nur noch zu dritt und fahren gerade in kalte Schiffe rein. Krom ist halt auch abgehauen. Das ist noch schlimmer. Ja, okay. Können die nicht reinfahren. Aber wir drücken hier die Skarne weg. Die Skarne verliert einiges an HP. Alles gut. Wir haben leider jetzt uns einen Radarkreuzer verloren auf der A-Seite. Ich weiß, jetzt hier die Torpedos noch. Vielleicht fährt ihr die Krom da irgendwie rein. Krom, sage ich schon, die Skarne rein. Ja, ich weiß nicht, die werde ich, glaube ich, nicht dodgen können. Ja, Torpedos sind halt sehr schnell, aber machen kaum Schaden. 5000 Schaden ist okay. Zumal das auch alles hier hinten in den Arsch reinging. Und dadurch können wir halt relativ viel wiederherstellen. Ja, gleiches Problem wieder. DDs treffen mit wenigen Granaten ist nicht meine Stärke. Ja, jetzt kommt die Missouri aber rein, okay. Ja, jetzt brauchen wir halt nicht mehr reinfahren. Allein die Brindisi ist ein sehr starker Kaltkreuzer. King George ist auch sehr stark im Kalt, dadurch, dass er uns halt immer abfackeln kann. Reisen ist okay, jetzt ist relativ weit weggefahren. Aber tatsächlich, ja, schwierig das Game jetzt hier zu bewerten. Wir haben zwei Caps, dafür haben wir, ja, wir haben nicht mehr Schiffe verloren, aber wir haben wertvollere Schiffe verloren, gerade dass die Seattle rausgegangen ist, ist sehr ärgerlich. Gegner dafür hat die Benson verloren, okay, aufpassen, dass wir uns jetzt hier nicht beachen. Aber die Schiffe sind hier egal jetzt bei C, wir haben das C-Cap, die müssen jetzt hier reinfahren, was machen, es macht keinen Sinn, den hinterher zu fahren. Die Hawk wird aber sterben, die da gerade reinfährt auf A. Muss man halt nicht verstehen. Also warum fährt er da rein? Wir haben zwei Caps. Der Gegner kriegt das A-Cap erstmal nicht. Warum man dann da so reinpusht, ist mir immer ein Rätsel. Weil die Shadows macht das halt sehr gut. Der spielt nicht aggressiv, der ist da immer am Reinfahren, dann dreht er wieder raus, wenn er zu viel Schaden kriegt. Ist doch perfekt. Weil die Warme ist ja auch am Abhauen, warum auch immer. Hat jetzt aber leider die Hawk da rausgenommen. Ist halt immer schwierig. Auch hier, die Schröder ist übrigens auch tot. Also das überlebt die halt auch nicht. Also wenn da ein Schlachtschiff drauf geht, dann überlebt das ein Kreuzer auch nicht. Außer der Kreuzer ist eine Petropavlovsk. Ja. Dann würde der Kreuzer das vielleicht überleben. Aber sonst gibt es kaum einen Kreuzer, der halt das tanken kann, was ein Schlachtschiff tanken kann. Ausnahme ist natürlich immer, wenn man im Kite steht, klar, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ja, Shandos, sie brauchen Hilfe auf Arm. Sehe ich tatsächlich nicht so, dass die da wirklich Hilfe brauchen, weil sie da halt auch einfach in den Permakite gehen können. Und die haben dann noch die Akizuki, die da eigentlich auch nicht sterben kann, außer sie fährt halt in die Baltimore rein. Wenn die Baltimore auf A rausgeht, ist das hier GG für uns, ja. Aber ihr seht, es ist noch relativ ausgeglichen, was die Schiffe angeht. Aber der Gegner hat jetzt seine Radarschiffe verloren, oder? Ne, genau, hat jetzt nur noch die Runen. Die Brindisi geht jetzt aus. Sehr schön. Gegnerischer Kreuzer gesunken. Und ja. Gutes Spiel allesamt. Ihr seht, das ist halt leider das Problem mittlerweile in World of Warships, dass viele Spieler extrem passiv fahren. Es gibt natürlich immer den einen, wie hier in diesem Fall unsere Hawk, die einfach sinnlos irgendwo reinpushen. Aber viele Matches werden halt einfach dadurch entschieden, weil eigene Schiffe oder Gegnerschiffe relativ passiv sind. Also zum einen, durch was hat die Warmi da so viel Schaden genommen? Und warum ist der halt da so weit weggefahren? Auch die gegnerische Dyson ist halt auf die A-Linie gefahren. Das verstehen auch immer noch viele Leute falsch. Kiten bedeutet nicht, dass ihr auf die A-Linie oder auf die J-Linie jetzt in unserem Fall fahrt, sondern Kiten bedeutet eigentlich mehr, oder bedeutet in erster Linie erstmal, dass ihr mit dem Heck zum Gegner steht und wegfahren könnt. Das heißt nicht, dass ihr auf die nächste Karte rennen müsst.
Ja, Tyson ist natürlich sehr schön zu treffen. Ich hoffe, ich treffe den auch. Weil er zeigt uns Breitseite. Versucht gerade beim Kiten auch als Anfänger vielleicht mal den Tipp. Oh, zwei zieht das, sehr schön. Den Abstand einfach nur beizubehalten. Also tut das, was der Gegner macht. Fährt der Gegner auf euch drauf, dann fahrt ihr wieder ein Stück weg. Und guckt, dass ihr halt immer, also unterschiedliche Schlachtschiffe, das ist teilweise nationenabhängig, haben unterschiedliche Wohlfühldistanzen, wo sie ja am besten stehen wollt. Ihr wollt zum Beispiel als japanisches Schlachtschiff gegen deutsches Schlachtschiff nicht in dem seine Secondary Range stehen, sondern ihr wollt, sagen wir mal, auf 14, 15 Kilometer stehen. Weil dann macht ihr mehr Schaden und seine Geschütze sind halt einfach nicht in der Lage, den Schaden zu machen, den ihr machen könnt. Und so funktioniert halt das gesamte Spiel, dass ihr die Stärken eures Schiffes ausspielt und den Gegner versucht, ja, die Gegner versucht zu vermeiden, dass er halt eher seine Stärken ausspielen kann. Ist jetzt kompliziert ausgedrückt, aber ist, denke ich, klar, was ich damit meine. Ja, Türpitz hat halt auch sehr viel Schaden genommen. Warum hat er, also Türpitz hat, glaube ich, nicht schlecht gespielt, so was ich auf der Karte gesehen habe. Sie hat halt einfach tanken müssen, während der T9 halt weggefahren ist. Ich will gerade, ob es noch irgendwas gibt, was man zu Dyson sagen kann. Abgesehen davon, zeigt keine Breitseite. Ich habe hier gerade auch eine Zita bekommen. Dieses Schiff ist halt einfach sehr lang und nimmt dadurch halt sehr gerne Schaden. Oh, schade, ich hätte gehofft, dass ich da den Kill noch kriege. Was wir allerdings haben, das ist halt unsere Geschwindigkeit. Und die Geschwindigkeit ist wirklich nice. Und ich glaube, das ist tatsächlich ihr Einstellungsmerkmal. Ihr könnt sehr schnell Positionen wechseln. Ihr könnt sehr schnell rotieren. Und was die Sache natürlich sehr angenehm macht. Ihr habt sehr genaue Geschütze. Auch wenn sie halt für mich zu genau sind. Wie schon im ersten Replay gesagt. Die Torpedos sind auch nice. Obwohl es halt eigentlich eher so ein, ja, so ein Gimmick sind und nicht wirklich ein Must-Have. Der Grund, warum ich halt die Dyson wahrscheinlich nicht mehr so oft spielen werde oder generell dieses Schiff nicht wirklich mag, ist, weil es halt kein durchgängiges Konzept ist. Es ist halt, es hat von allen etwas. Es hat sehr viele sekundäre Geschütze, die es nicht gebraucht hätte. Warum lässt man die nicht einfach weg und verstärkt ein bisschen, was ich weiß, die Hauptbatterie oder sonst irgendwas. Ist jetzt ein schlechtes Beispiel mit der Hauptbatterie. Ging sogar in den Torpedo. Ja, so ist auch dieses Match zu Ende. Der Torpedotreffer hat die Runen erlöst. Aber ich denke, die wäre dann ansonsten durch die nächsten paar Salben rausgegangen. Aber egal. Machen wir nochmal hier die Endauswertung. Runde ist gewonnen. Wir haben ein bisschen mehr Schaden gemacht als in der ersten Runde. Tatsächlich war hier auch einfach mehr Schaden drin. Aber ich denke nicht, dass wir so weit oben stehen werden. Ja, wir haben es hier noch irgendwie auf dem dritten Platz geschafft. Okay. Wir haben halt sehr viel Schaden auf Siebener gemacht und nicht so wahnsinnig viel auf Zerstörer oder Kreuzer. Schauen wir mal. Okay, wir haben doch hier die Runen. Fast 40k, aber da wird auch der Torpedo dabei gewesen sein. Die, sie haben halt abgesnackt. Da habe ich das eine Mal nicht gesehen, dass der abgebremst hat. Deswegen ist die Salve da viel zu weit weggeflogen. Schaut aber hier Belfast. Das war ganz witzig, zumindest für uns. Für ihn wahrscheinlich nicht so, dass er da relativ schnell rausgegangen ist. Das hat uns da, glaube ich, auch das Cap gewonnen. Aber ansonsten haben wir halt sehr viel Schaden mehr gesnackt. Ja, okay, klar. Auf die gegnerische Dyson haben wir noch relativ Schaden gemacht. Allein die Doppelzieher war ganz nice. Aber grundsätzlich ist hier halt relativ langweilig, was hier im Detail steht, weil wir haben nur AP geschossen, wir haben durch Glück eigentlich einen Torpedo getroffen, die Secondary hat ein paar Mal geschossen, 50 Granaten zweimal getroffen, auch nicht wirklich viel rumgekommen. Wir haben nicht wahnsinnig viel getankt, weil wir halt nichts hatten auf unserer Flanke, die sind ja halt einfach weggefahren. Die Möglichkeit wäre natürlich gewesen, ich hätte mit der Missouri hinterherfahren können. Ich habe mich ja dagegen entschieden, weil ich auf der anderen Flanke helfen wollte. Und ich auch nicht unbedingt sehe, dass die Dyson so viel frontal da tanken würde, wie eine Missouri zum Beispiel. Aber ja. Grundsätzlich nochmal zu der Bewertung der Dyson. Ich würde sagen, die Dyson ist ein durchschnittliches Schiff.
Es ist nicht so schlecht, es ist halt aber auch nicht so stark. Und ich hatte es ja schon am Ende des Replays, am Ende der Runde gesagt, ich hätte halt mir gewünscht, dass da einfach ein durchgängiges Konzept dahinter stehen würde. Dass man zum Beispiel sagen würde, ja, das Ding hat keine wahnsinnig gute Secondary. Oder es hat nicht viele, es hat ja keine gute Secondary. Es hat nicht viele Secondary-Geschütze, sondern wir senken den Tarnwert zum Beispiel. Hätte die den Dyson einen besseren Tarnwert, wäre es tatsächlich ein relativ gutes Schiff. Dann würde ich es wahrscheinlich sogar öfter spielen. Allein mit dieser Geschwindigkeit und mit einem guten Tarnwert könnte man halt sehr viele witzige Dinge machen. Aber so, ja, weiß ich nicht. Torpedos sind okay, obwohl man da halt auch wieder die Frage stellen muss, warum halt die Iwami 20 Kilometer Torpedos bekommen, die durchgängig halt auch das bessere Schiff ist. Schwierig. Es gibt viele Schiffe, die auch einfach mehr Spaß machen, die das gleiche Konzept haben, also klassische Schlachtkreuzer, also denkt mal an die deutschen Schlachtkreuzer, die machen wahnsinnig viel Spaß, allein wegen der Secondary. Wir haben die Incomp auf Tier 10 als Stahlschiff, die wesentlich, wesentlich besser ist. Allein super hier, besseres Kaliber und so weiter und so fort. Die aber eine ähnliche Eigenschaft hat, also halt auch sehr schnell ist und dafür aber sehr stealthy ist. Wir haben auch so viele japanische Premium-Schiffe. Und ich finde tatsächlich, jetzt unabhängig von Premium-Schiffen, eine Amagi trifft härter als die Dyson. Das mag ein, ist halt gefühlt jetzt, aber mir kommt das tatsächlich so vor. Und die Frage ist, warum soll ich einen Dyson spielen, wenn ich eine Amagi spielen kann? Ich kann eine Izumo spielen. Und so weiter. Ich glaube halt nicht, dass ihr was groß verpasst, wenn ihr die Werft nicht gemacht habt. Also wenn das Video rauskommt, ist die Werft wahrscheinlich wieso zu Ende. Daher, nicht schlimm, wenn ihr es verpasst habt. Ich habe auch das Gefühl, dass die Werftschiffe immer schlechter werden. Kann man das so sagen? Die Schröder war schon nicht wirklich der Hit. Und na, jetzt Dyson auch nicht. Weiß nicht, ist aber immer noch eine gute Möglichkeit oder eine günstigere Möglichkeit, ein Premium-Schiff zu bekommen. Das heißt, wenn ihr die Chance genutzt habt, dann ist es nicht verkehrt. Ich denke, man kann damit durchaus Spaß haben. Ist natürlich dann auch mal ein bisschen spielstilabhängig. Alles klar, dann geht das Video jetzt lang genug. Wir haben uns zwei Replays angeschaut. Wir hören uns dann im nächsten Replay. Bis dann. Ciao.